Hallo und willkommen zum schönen Sonntagmorgen, Sonntag, genau. Und zwar, ich habe jetzt ein Replay hier, noch das letzte aus der Liga. Da haben die Reservisten gegen das Windteam gespielt. Windteam waren, glaube ich, ursprünglich mal 1 oder Nummer 2 der Liga. Also eins der stärksten Teams auf jeden Fall der Liga und sind auch ursprünglich dann jetzt rausgegangen, wie ich mitbekommen habe am Schluss, weil die halt, ne, die Abwechslung da ein bisschen fehlt im oberen Ranking. Und die spielen jetzt gegen die Reservisten. Was ja so immer das Team ist, was so unsere Höhe ungefähr war, wenn ihr euch erinnert. Die Spiele waren immer sehr ausgeglichen, hatte ich zumindest den Eindruck. Genau, die haben Paddy Field als Map gewählt. Die heißt, glaube ich, Paddy Field. Bin nicht genau hingeguckt. Und wir schauen uns einfach mal an, was da noch abgeht. Entspanntes Wargame am Sonntagmorgen, kann man nicht viel falsch machen. Ein bisschen schneller. Ja, die Map hier vorne, die sieht man sehr selten, aber das ist so eine dieser Maps, wo ich sagen würde, hier auf der rechten Seite werden normalerweise die guten 1 gegen 1 Spieler das Spiel entscheiden können für das ganze Team. Die anderen Seiten kann man relativ einfach verteidigen. Einfach weil halt, ne, hier in der Mitte zum Beispiel die Kämpfe, da braucht man Ewigkeiten, bis man von irgendeiner Seite Verstärkung rangebracht hat. Und ja, hier vorne ist einfach sehr gut zu verteidigen auf beiden Seiten. Ne? Muss man diese Öffnung überqueren. Also möglich ist das schon, auf allen Seiten zu gewinnen, keine Frage. Aber hier ist halt so, auch wenn die Stärken relativ lange brauchen, ist es so, ihr braucht relativ wenig Truppen. Ihr müsst halt einen Scout haben, den gegnerischen Scout abknallen und dann dominiert er die Map eigentlich schon, ja. So ganz grob gesprochen. Also auf der rechten Seite auf jeden Fall sollte man immer den besten Spieler positionieren bei der Map. Das war so mein Eindruck. Und der muss halt, naja, offene Fläche ist halt, ne, mit Smoke arbeiten, mit Scouts arbeiten, mit Heavy Panzern arbeiten. Und Luftwaffe ist natürlich auch ganz nice, wenn man Flugabwehr nur sehr schwer verstecken kann. Auch Hubschrauber-Micro geht da zum Teil, ne, weil die Flugabwehrgeschütze halt, ne, sehr schlecht unsichtbar sind. Das ist also ein sehr, sehr, da muss man auf jeden Fall sehr konzentriert spielen auf der Seite, okay? So, jetzt gucken wir uns das mal an. Im Aufbau, die Jungs. Jetzt geht's los, okay. Haben wir Aufbau minimal langsamer. So, Abrams-Panzer, da haben sie wohl Angst, dass jemand reinsniped. Ein Amerika-Deck auf der rechten, wobei das jetzt ein anderer Panzer, sehe ich gerade. Also es wird wahrscheinlich Commonwealth hier vorne sein. Challenger 2 ist auf dem offenen Feld meiner Meinung nach immer sehr gefährlich. Der ist ja besser gepanzert als die normalen Panzer. Stau! Der ist besser gepanzert mit 23 statt 22. Aber das Problem ist halt, dass der sehr langsam dafür ist im Vergleich zu den anderen dicken Panzern. Das heißt, man kann die Kampfdistanz nur sehr schwer aussuchen. Und das bedeutet auch, dass man auch sehr schwer den Raketen dodgen kann, sehr schwer in den Nebel zurückkommt. Ne? Aber auch wenn man gegen die roten Panzer arbeitet, dann sehr schwer den Raketen, die auf dem Dach sind oder den Kanonen, der ausweichen kann. Also langsame Panzer auf diesem offenen Gebiet kann eine sehr risky Strategie sein. Aber auf jeden Fall Strategie hier ganz schnelle Scouts nach vorne gebracht, um das Scout-Duell für sich schon mal zu entscheiden. Gut ist halt die Stürmer, ne? Weil die eben alles abknallt auf dem Feld. Vom Panzer bis zum Flugzeug, also einfach alles. Also die Stürmer ist ein traumhaftes Geschütz für die Area hier vorne. Und hat natürlich auch noch Munden bei. Ne? Problem ist nur, die ist halt nur schwer zu verstecken, wenn er gut Artillerie drauf hält. So, hier oben haben wir eine Hubschrauberöffnung vom Morzel und vom Klecks wahrscheinlich, nicht sicher. Auch hier ein schneller Scout. Ja, die machen eine Hubschrauberöffnung. Ich persönlich bin immer weniger ein Freund von einer Hubschrauberöffnung. Zumal, wenn man die macht, muss man die hier vorne irgendwo machen, damit das eine Wirkung erzielt. Wenn man hier nur landet, wäre man eh auch so früher angekommen. Also ich bin da kein großer Freund von der Idee, zumal auch kein Begleitschutz dabei ist. Ne? Also hier ist zum Beispiel ein Hubschrauber-Sniper. Der wird wahrscheinlich hier gleich aufräumen. So, die machen jetzt hier eine Hubschrauberlandung ganz massiv mit zwei Spielern. Ne? Decken das auch mit der Sokel und so weiter. Die haben eine Napalmbombe, da haben wir schon drüber gesprochen. Die machen ja in dem Spiel eigentlich nichts. Wir werden gleich sehen, dass sie da durchfahren ohne einen Effekt. Ne? Ich weiß nicht, warum die Spieler das immer noch machen. Also, wir können es uns gerne nochmal live angucken. Aber ich habe das bestimmt schon 300 Milliarden Mal auf Video aufgenommen. Also, die fahren da durch. Die werden wahrscheinlich maximal bis drei Schaden nehmen, je nachdem, was für eine Panzerung die hatten. Und danach werden sie dann shaken, im schlimmsten Fall ankommen. Und trotzdem noch die gesamte Luftlandung aufsaugen können, wenn sie eben genug Autokanonen bei hätten. Also, gucken sie jetzt einfach mal an. Ne? Hier vorne fährt jetzt einer durch, der eben eine normale Zweierpanzerung hat. Hier fährt einer vor mit einer Fünferpanzerung, aber also da passiert halt einfach nichts. Ne? Das ist halt wirklich nichts. Also, sie tun ja auch nicht Feuer abdecken. Also, hätte die zum Beispiel hier vorne gesmoked, also ist ja wie Smoke dann, ne? Genau, einen Schaden. Hätte die hier vorne gesmoked, dann wäre das halt, ganz kurz. Ja, also der hat einen Schaden bekommen, ist immer noch Qalm. Also, diese Bombe war völlig, völlig sinnbefreit. Die macht an keinem Fahrzeug irgendwas. Ne? Aber wenn er zum Beispiel die hier abschmeißen würde, dann könnten die jetzt keinen Feuersupport geben auf die Infanterie, die da reingeht. Ich würde es dann immer noch nicht machen, aber. Also, es bringt halt einfach nichts, das ist mein Punkt. Ja? Also, es bringt ja wirklich gar nichts. So, jetzt muss er hier allerdings gucken, dass er früh genug eben die auch schießen lässt, die Teile. Schießt aus der Bewegung, aber einer muss die halt aufdecken. Wichtig ist jetzt, dass man nicht so stehen bleibt und sich verlangsamen lässt weiter, weil dann nachher ein Bomber eventuell kommt. Dann tut das weh. So, hier vorne die Luftlandung hat den jetzt hier aufgehalten. Das ist natürlich sehr unschön, klar. Naja, die sind dann nur mit 110ern da reingefahren, ne?
bam, bam, bam. Ja, die werden jetzt hier vorne gestunt und gestoppt und beschädigt, aber das war halt alles ausschließlich die Helikopter und die Infanteristen, die da stehen. Also eigentlich soll diese Truppe locker mit dem fertig werden, was da drin ist. Sein Problem ist halt, dass er zu lange hier stehen bleibt. Also einmal wegen Instanz und einmal, weil er mit Absicht stehen will, ich weiß nicht genau. Der müsste auf jeden Fall einen Infanterist in die Stadt bekommen, damit die die ganze Zeit Sicht hätten. Und sich ein bisschen ausfächern. Naja, jetzt haben wir das nächste. Also die haben jetzt einfach alle, ne, alle vier Helikopter haben jetzt fast ihre Rocketpods entleert. Das ist natürlich die Entscheidung gewesen, nicht der Napalm. Und er hat natürlich ohne, also hier ist die einzige Flugabwehr, die er hatte, ne? Und die ist natürlich schon gestunt. Und dann kam dann die Bombe, weil er zu lange eben stehen geblieben ist. Also, das war wirklich eine klassische Eröffnung. Also sowas müsst ihr wirklich sofort links, rechts fahren und irgendeinen Infanteristen müsst ihr in die Stadt kriegen. Ihr müsst halt Sicht da schaffen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also die ganze Armee wurde jetzt hier aufgeraucht und der Gegner hat wirklich nichts dabei verloren. Hauptsächlich, weil eben die Rocketpods den gestunt haben. Dann kommt jetzt der Typhoon-Bomber. Das Problem ist nur, dass er weder den Napalm-Bomber noch den anderen Bomber abgehalten hat. Jäger meine ich. Ich hätte davon wirklich abgeraten, den zu holen, weil der Gegner hat ja gerade die Stadt erobert. Das heißt, die Bombe war eh schon raus. Was ihr jetzt bräuchtet, wären Bodentruppen. Ne? Hier sind sie ebenfalls nicht reingekommen und damit das jetzt eine sehr schwere Geschichte. So, ja rechts. Wir machen jetzt nochmal normal Speed wieder. Scout auf der rechten Seite scheint zu fehlen. Die haben wir nur noch bekommen, also irgendwann haben sie wahrscheinlich doch Sicht gehabt. Was man hier übrigens machen kann, ist, man kann so einen Sniper-Trupp, kann man hier ganz gut irgendwo lang sneaken an den Seiten oder hier in der Mitte manchmal auch, wo der Gegner halt Scouts hat. So, dann haben wir hier wieder auf den Challenger stehen. Das Problem ist halt mit der Firepower vom Challenger, ne? Also die beiden UMs hier, die sind halt einfach massiv schneller als der Challenger, plus die Outrange den auch noch mit der Rakete, plus das ist eine SA-Rakete, die aus der Fahrt feuern kann. Das heißt, der Challenger wird niemals zu einem Panzerkampf gegen die T-80 UM kommen, wenn die das nicht möchten. Und wenn ihm irgendwann der Smoke mal ausgeht für eine Sekunde, dann werden die auf jeden Fall fighten wie irre, ja? Das sind halt Rennmaschinen. Ja, also, aber abgesehen davon ist er eh völlig outgunned hier vorne, ne? Also die haben jetzt beide einen Schuss abgegeben. Der ist einfach schon mal Half-Life, ohne dass die irgendwie einen Schaden davon genommen hätten, ne? Das Problem ist halt, dass er häufig vom Micro muss man darauf achten, dass die eben auf irgendeinen Infanteristen feuern, eine Cooldown und die Kanone haben. Und die haben ja ihr die T-80, die hatten ja nur als Ziel den Challenger gehabt, da war ja nichts anderes, was sie schießen konnten. Ne? Und jetzt räumen die halt alles weg einfach, das ist halt wirklich... Also ihr dürft niemals nur mit dem Panzer aus dem Smoke rausgucken. Ihr wisst, wusstet ja, dass da Infanteristen sind, ja? Dann schießt ihr auf die und die schießen auf euch dafür. Also da muss man schon mit Masse arbeiten. Nicht nur mehr Panzer, sondern auch so ein bisschen Billigkrempel. Also der Kampf hier rechts, der scheint schon sehr hart entschieden zu sein. Und da kommt das Sniper-Team. Also nicht das Sniper-Team, aber das Infanterie geht auch. Sniper ist ein Tick besser, aber wenn er den in den Busch kriegt, dann reicht das auch immer für den Anfang. Dann sieht man zumindest den Sniper. Die Stürmer schießt jetzt hier. Er braucht aber die Raketen wahrscheinlich für die Fünfer-Transporter und deckt sich damit auch nur unnötig auf. Ist immer sehr gefährlich. So, in der Mitte gibt es einen Fight. Babam. Ja, an der Mitte soll das blaue Team jetzt pushen. Oh, den würde ich jetzt nicht durch den Napalm opfern und Selbstmord und Tod. Also er ist gerade ins Feuer gelaufen mit einem Mann. Die Dinger kosten 35 das Stück. Man kann die ganz gerne, überlebt das sogar, hot. Man kann, und tot, selbst getötet. Man kann die ganz gerne zurückstellen und reparieren. Bei 35 ist das, glaube ich, nicht übertrieben. So, hier die, ja hier im Moment ist tatsächlich so, wenn die hier rein wollen, werden die wahrscheinlich sehr teuer bezahlen, die Blauen. Weil den Punkt zu verteidigen halt auch einfach für die Roten ist tatsächlich, ne? Also das wird wahrscheinlich sehr, sehr wehtun hier gleich. Da kommen die dicken Bomber. Das Problem bei den Bombern ist halt, die haben diese Infanteristen hier, die auch sehr gut abknallen. Da ist ein Jäger bei, okay. Ja, also die versuchen uns jetzt mit Bomber zu clearen, aber es sind halt zu viele Gebäude, zu viel Wald. Also der Bomber hat jetzt eigentlich, der hat bestimmt was vernichtet, aber nicht ausreichend genug, dass sie da reinkommen. Für den Bomber hätte man auch 15 Billiginfanteristen nehmen können. 15, ja, Billiginfanteristen. Und wenn man einfach gerade drauf zugelaufen, mit dem Feuersupport da unten, hätte man alles ausgelöscht. Also ich bin immer noch kein Freund von der Bombeantwort, zumal die Gegner, die auch erwarten, dass ihnen die Luftabwehr entsprechend hart ist. Also zum Beispiel der Junge hier, der ist ein guter Kämpfer, aber wenn er mit dem Infanterie-Spam kommt, wird er platt gelaufen, weil der eben eine Igla bei hat und kein MG, ne? Und dann ist auch schon die Flugabwehr. Also wichtig ist hier wirklich jetzt Masse zu bringen. Eine Autokanone ist okay, aber ihr braucht halt einfach die Billiginfanterie, die halt in die Häuser hüpft, damit die aufgedeckt sind, damit die Autokanonen feuern können. Und ich wage zu bezweifeln, dass diese drei Infanteristen hier, und die vier, das ist ja relativ teuer, ne, dass die ausreichend sind, um das zu machen. Ja, also das sind jetzt die Billiginfanteristen, ich meinte für 10. Ne? Statt den Bomber, den Jäger, hätte man jetzt 30 von denen haben können. Dann wäre die Map von hier bis hier komplett gefüllt. Einmal nach vorne, dann hätte man alles rausgesnallt vom Gegner. Also wenn man nur auf den Bomber und den Jäger verzichtet hätte, wäre die Map voller Infanteristen gewesen und der Feuersupport hätte super arbeiten können. Und das ist ja super Feuersupport, ja. Der knallt ja wirklich alles mit solchen Geschützen ab. Also, ja, da fehlt einfach die Infanterie. Der geht jetzt gleich ins Haus, dann haben die ein bisschen Schusszeit. Aber mit 19 Mann wird er relativ schnell sterben auch, das ist ein bisschen wenig.
Da sind die Matti-Panzer, die sollen den Feuersupport ausschalten. Schöner Schuss von der Seite. Und tot. Problem ist, er hat noch zwei Lebenspunkte. Die Mattis töten den. Wenn sie den mal treffen. Die treffen dich. Ja, der räumt da auf. Also die Stärke der Schwedenpanzer muss man einfach sagen, ist halt ihre Feuerrate. Ne? Schießt halt 15 Mal pro Minute. Und 15 Mal, also die schießen sonst, die Gegner schießen teilweise so 6, 7, 8 Mal pro Minute, ja. Das ist schon sehr heftig. Aber er hat halt nur noch zwei Lebenspunkte gehabt. Ich hätte ihn nicht gegen drei Mattis kämpfen lassen. Er hat aber tatsächlich sehr gut abgeschnitten und seinen Wert auch wieder rausgeholt, wenn er zwei Mattis jetzt zerstört hat. Ne? Der hat halt weniger gekostet, der Panzer. Aber da war auch vielleicht noch ein bisschen Glück bei. So, jetzt sind sie in der Stadt drin. Es kommt wieder der Napalm, der bringt halt nichts. Außer man tut die wenig Infanteristen raus und die teuren in den Napalm bringen. Würde ich nicht empfehlen. Aber genau, jetzt haben sie halt das andere Problem und da wieder eine dicke Bombe. Lohnt sich bei denen natürlich auch nicht, ne? Die haben jetzt Infanteristen 5 Punkte vernichtet, die am Brennen waren. Jetzt die andere Geschichte. Die haben jetzt den Infanteristen hier vorne hingebracht, den schießt der gegnerische Feuersupport. Schön ausgewichen. Ne? Also, ich würde einfach mal, also es fehlt einfach die kritische Masse auf beiden Seiten, weil beide Seiten halt zu viel Support spielen, denke ich, ne? Also die haben halt da hinten, jetzt ist wieder ein Bomber, jetzt ist der dritte Bomber inzwischen. Ja, da haben sie hinten Flugabwehr hoffenweise stehen. Beide Seiten spielen mehr Flugzeuge als, also wenn sie einfach mehr Infanterie und Panzer bringen würden, würden sie die Ecke dominieren. Ja, also zum Beispiel dieser Bomber jetzt auch, der hat halt null Effekt gehabt, ne? Worauf auch, da war ja nichts. Und selbst wenn was wäre, wenn die einfach rausgefahren, wir eben gesehen haben. Also ich finde, dass das einfach zu viele Bomber sind. Das ist ein Zielflugzeug, das hat sich ja schon eher gelohnt. Das kann man auf jeden Fall machen, als eben die Bodenstreitkräfte wirklich dezimiert. Der hat jetzt zwei teure Geschütze ausgeschaltet. Das geht auf jeden Fall besser. Weil der wird jetzt die Jackere ausschalten, wenn er Glück hat. Aber das sind dann 20 Punkte. Und wenn er Pech hat, macht er wieder gar nichts. Also lass die Finger von dem Bomber. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch betonen möchte. Hier, du bist auch kein Comment nachgekauft an der Stelle, wenn man die Map nicht kontrolliert. Würde ich immer später machen. Klasse ist ärgerlich, wenn der Gegner pickt. Ist es schon? Pinkt, ist schon tickt, ja. Aber dieser Command, den hätte man ja auch hierhin bringen können, wenn man den unbedingt nachkaufen musste. Ich hätte ihn jetzt nicht nach India gebracht, aber ich hätte ihn jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht gekauft, weil ihr würdet ihn langfristig nicht halten, wenn ihr die Kämpfe verliert. Ihr verliert die Kämpfe, wenn ihr weniger Truppen habt. Und der Command sind weniger Truppen, ne? Und da würde ich einmal die Finger von lassen. Bei dem würde ich jetzt auch aufpassen, ich würde ihn nicht mehr anlassen. Der Gegner hat gezeigt, dass er ein Zielflugzeug hat und dass er eigentlich gezielt auf diese Geschütze gehen möchte. Also das hier zumindest. Ja, und jetzt fehlt hier die Masse. Jetzt geht hier wieder ein Infanterist rein, aber der Feuersupport von der Panzerbill, das sind glaube ich die klassischen M8 aus dem Zweiten Weltkrieg, der ist nicht mehr ganz up-to-date, würde ich mal sagen, ne? Also ist ein guter Feuersupport hier unten, ne? Versteht mich da nicht falsch. Aber das sind halt nicht die Truppen, die die ganze Armee aufbrauchen sollen. Dennoch, also stellt euch mal vor, dass nur eine einzige Seite auf ihre Flugzeuge verzichtet hätte, wie hart dieser Sektor dominiert worden wäre. So, jetzt guckt man mal, was in der Mitte läuft. In der Mitte sind sie erfolgreich rein, die Blauen. Machen hier Druck wie irre. Und hier sieht man auch schon wieder einen Unterschied. Ne? Hier diese Chasseure, nicht das Beste der Welt meinetwegen, aber die haben halt eine Masse davon überall verteilt. Problem hier scheint zu sein, dass kein Feuersupport mehr lebt. Doch der lebt, der ist nur AFK, okay. Also die haben hier überall schön Infanteristen reingebracht. Das heißt, die könnten jetzt eine Ecke nach der anderen aufdecken. Also ich erkläre dieses Martin, guck mal, ihr kennt die sicher inzwischen, aber ihr schickt einen Infanteristen, irgendjemand schießt auf den, dann wird der sichtbar und euer Feuersupport tötet den sichtbaren Dude. Ne? Und in dem Falle wäre das hier zum Beispiel die beiden Abrams-Panzer 180. Das ist ein etwas teurer Feuersupport aus meiner persönlichen Sicht, weil hier auch keine Heavy-Panzer-Kämpfe normal erwartet werden. Also die Heavy-Panzer wären sicher besser gewesen, um auf offenem Feld wie hier zu kämpfen. Ja? Ich glaube nicht, dass das richtige Deck für den mittleren Abschnitt war. Also ich weiß nicht, ob das Panzerdeck ist, aber 280er Panzer mit die besten, die haben eine 24 AP-Kanone. Die macht genauso viel Schaden an der Infanterist wie ein Panzer für 10 Punkte. Ja? Und da habt ihr dann hier eventuell 18 Mal zu viel ausgegeben. Also von daher glaube ich nicht, dass das die richtigen Einheiten für den Frontabschnitt hier vorne sind. Das wäre für rechts richtig gut gewesen. So, aber hier, ne, wie gesagt, schön gehen ja die Infanteristen überall rein. Aber ich vermisse trotzdem noch den preiswerten Feuersupport und vor allem den flexiblen Feuersupport. Weil die müssen sich aufgrund der Flugzeuge jetzt immer wieder verstecken. Ne? Oh, das würde ich nicht machen in der Front. Weil die muss man vorsichtiger einsetzen, weil die so weggesniped werden, dafür so teuer sind. Aber das ist halt der Grund, warum ich auch preiswerten Feuersupport vorziehe, zu eben, dass ihr für weniger Punkte einfach mehr Kanone bekommt. Ne? Und ihr wollt ja hier Infanteristen und Scouten noch nicht alles ausrotten. Hier zum Beispiel bräuchte man jetzt massiv Feuersupport, wenn die aufdecken, sonst werden die einfach nur getötet. Was war das für eine Aktion? Warum ist sie jetzt rausgesprungen aus dem Haus? Okay. Ne? Also das sind keine tollen Infanteristen, aber die reichen wahrscheinlich für den Feuersupport, der da hinten steht. Ne? Hier zum Beispiel ist Feuersupport. Der kostet 15 Punkte mit einer Autokanone. Der steht halt nur vom Winkel nicht ganz optimal wahrscheinlich. Aber jetzt schießt er halt zum Beispiel. Ne? Der nimmt jetzt für 15 Punkte in den Kampf teil. Die 360 Punkte hier oben,
von diesen epischen Panzern nicht an den Kampf teilnehmen. Die Wubs könnten auch in dem Kampf teilnehmen, also da gibt es auch bessere Wubs in der Autokanone drauf. Wir haben X-Panzer, sind hier hinten, das wären eigentlich unsichtbare Scout-Panzer, die nehmen auch nicht im Kampf teil. Also das ist noch ein bisschen im Argen hier, dass hier eine AFK-Armee steht, ne? Also diese Truppen, die hier vorne stehen, die könnten hier dafür sorgen, also irgendjemand baut gerade einen Screening-Schirm auf, aber der, wer immer, zu wem immer die Armee hier vorne gehört, die nimmt nicht teil an dem Screening-Schirm. Die wartet, bis sein Kollege am Sterben ist oder er selbst und dann hat er halt keinen Screening-Schirm mehr, weil Einheiten, die einen Screening-Schirm brauchen. Also ich weiß nicht, ob, vielleicht kann ja sein, dass eine Tür geklingelt hat, aber die Armee hier, die nimmt nicht teil an dem Kampf. Hier sind nur Kontakt-Scouts, die jetzt gerade alle vom Gegner aufgemischt werden. Naja, okay. So, hier vorne. Oh, hier weiter. Naja, die haben einfach die besseren Panzer, schon drei Heavys. Das wird niemals hier funktionieren. Der Challenger ist auch irgendwann gestorben. Also gegen diese Übermacht an Panzern und den Scout-Vorteil überrascht mich das jetzt auch nicht unbedingt. Hier ist wieder ein Seed. Also die Frage ist halt, was will man denn erreichen mit dem Seed, ja? Also selbst wenn der jetzt eine weggesniped hätte, wie hätte das jetzt die Front entschieden? Die Frage würde ich mir immer stellen, bevor ich einen Seed hole. Also ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, dass das immer noch zu viel Luftwaffe ist, ne? Ja, die Warriors, was sollen die Warriors denn jetzt abknallen? Das wäre die nächste Frage. Hier sind drei Heavy-Panzer. Die Warriors haben keine Möglichkeit, irgendwas hier zu bekämpfen sinnvoll, solange die Heavys auf dem Feld sind, ne? Also er bräuchte mehr Raketenwerfer, er bräuchte mehr Panzer. Die Warriors, die sind halt, ne, wieder Autokanonen auf dem Dach und ihr knallt die Infanteristen ab. Aber wenn der Gegner Heavys hat und die auch einsetzen und nicht auf Kade rumstehen, die stehen zwar immer noch auf Kade rum, die beiden Abrams, dann ist halt, also wie sollen die agieren? Das geht halt nicht. Ja, Green Jackets, Fusioniere. Der Feuersupport macht auch nicht mit am Spiel. Also der hat halt hier auch eine ganz gute Autokanone, ne? Der hätte zum Beispiel einfach mal kurz nach links fahren können oder nach rechts, um die im offenen Feld zu beschießen. Wenn die werden es jetzt wahrscheinlich auch so schaffen hier vorne. Schießt zwar kein Mortar drauf, geht aber auch ohne offensichtlich. Aber der hätte einfach mal die Einheit einnutzen können. Also hier ist zum Beispiel ein Busch, der hätte ja hier einfach runterfahren können, weil er sicher einen Schusswinkel bekommt von hier vorne. Und tot. Jetzt können wir gleich die teuren Fahrzeuge, aber also die Transportfahrzeuge, die teuren, aber das geht halt wieder nicht. Tiger hat. Naja, also der Schlachtfeld hier rechts ist auf jeden Fall verloren. Gegner ticken plus 3. Naja, die haben halt hier vorne bei India sich fett reingesetzt, auch schon mit dem Command. Die wollen das jetzt nach Hause holen, das Spiel. Jetzt sind wir sicher, was in letzter Zeit da passiert ist. Rakete, tot. Bock ist leer. Ja, die haben halt die Mitte jetzt erobert, aber, also ich muss es halt aber betonen, diese Einheiten hier, das sind 360 Punkte, die könnten halt irgendeine Front alleine einfach auslöschen. Also ich vermute, dass der Spieler irgendwie wirklich in die Küche musste oder an die Tür oder so und dass das was länger gedauert hat. Ich sehe den ja gar nicht mehr spielen im Moment. Ist ja sehr schade, weil hier vorne der Spieler, der Klecks, der hat eigentlich einen guten Job gemacht, überall sich hinzusetzen und Leute aufzudecken. Und dann hätte man jetzt noch einen gebraucht, der die Leute halt dann tötet, die aufgedeckt werden und das leider nicht passiert. Also ist ja schade. Patriot, die Leers würde ich nicht an die Front fahren. Oh, der ist auch nicht AFK, der ist hier, okay. Aber ne, die Patriot würde ich nicht an die Front fahren. Ich würde übrigens auch überlegen, statt den Command hier drauf zu setzen, den vielleicht erst hier drauf zu setzen, weil die Siegpunkte früher ticken. Ah, das sieht nicht gut aus. Das Problem hier vorne ist, dass die hier im Moment sehr häufig die Kämpfe hier verlieren. Das bedeutet, wenn ihr da reingeht, dass ihr gegen eine Übermacht, gegen einen Kämpfer, der eine bessere Stellung hat. Das heißt, ihr werdet noch mehr Kämpfe verlieren. Ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, es ist besser, die Front verloren zu geben und zu sagen, die haben jetzt zwei Spieler, die eine Armee da haben, die nicht mehr im Kampf teilnimmt. Und alle neuen Verstärkungen packen wir auf einen anderen Frontabschnitt, meinetwegen in die Mitte. Ja, dann hätten sie halt hier plus eins und da nochmal plus eins. Aber ich würde nicht weiter Einheiten reintunneln in ein Gebiet, wo der Gegner die bessere Stellung hat und auch noch mehr Truppen hat. Das ist einfach purer Selbstmord. Das ist einfach vorprogrammiert, dass ihr da selber dann ausblutet. Und das hilft eurem Team halt nicht. Das ist ein Longbow. Das ist tatsächlich aber der Spieler, der hier rechts ist. Der Longbow zum Beispiel, der wäre die perfekte Einheit für hier vorne, weil das offenes Gelände ist. Die schweren Panzer, die sind da im Nebel, aber die brauchen nur mal eine Sekunde rauskommen. Nebel sind die tot. Die Luftabwehr im Prinzip besteht hier nur aus dieser Tunguska dahinten, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe jetzt auf Anhieb nichts anderes. Ja, die besteht nur aus der Tunguska. Und die Tunguska, der Longbow, kann die halt duellieren und gewinnen, ja. Also, ja, ja, ab und an geht auch mal ein Schuss durch. Also, warum die Heavy-Panzer in der Mitte sind und nicht kämpfen und der Longbow da links ist, statt auf dem offenen Feld gegen die Heavies, das macht so keinen Sinn, ne? Wobei kann einfach keinen Sinn sein, da kommt ein Il-Bomber. Also, was will der jetzt genau töten? Die Infanteristen hier vorne für 15? Okay. Also, die wären wahrscheinlich auch so getötet worden, dafür hätte man nicht einen Il-Bomber riskieren sollen. Wahrscheinlich stirbt er jetzt sogar. Doch nicht. Also ich glaube, dass das unnötig war. Die Frage bei den Bombern ist ja immer, also was kriegt ihr denn, wenn ihr einen Bomber kauft? Ihr kriegt eine Einheit oder
eine Bombe oder irgendwas, die halt schnell abrufen könnt. Ne? Nicht eine Adria, die ihr kaufen müsst, die Ewigkeiten zielen muss, die ein kleineres Einschlagradius hat. Ihr kriegt halt einen dicken Rums, ja? Um einfach eine Notlösung zu lösen. Also ein Problem zu lösen, zeitlich sehr schnell. Und hier vorne, das war halt A, kein Problem, und B, hätten die Truppen vor Ort das lösen können. Von da ist an so einer Stelle den Bomber zu holen sehr, sehr unnötig. Oh, what the fuck? Wo will denn der Warrior hin? Der hält sich jetzt für einen Held oder was? Will er jetzt wirklich drei Heavies besiegen? Sag mir nicht, dass du gleich überrascht bist, wenn der Nebel weggeht. Okay, das ist sehr eigenartig. Und das wird nicht gut enden mit dem Warrior. Die sind einfach zu teuer, um die zu verheizen. Oh, der ist tot. Eine Aufnahme. Wird gleich hell. Das wird kein faires Duell. Er hat es realisiert, er fährt weg. Aber er hat ja ein bisschen mehr Panzerung hinten am Turm. Vielleicht hilft das ja. Was man übrigens überlegen kann, wenn man das möchte, hier ist jetzt ein Helikopter, der hat halt auch schon zwei Raketen abgefeuert. Stell dir vor, das wäre der Longbow gewesen, wäre wahrscheinlich die ganze Front tot. Also der Longbow hätte hier komplett das Spiel drehen können mit den beiden Heavies. Da muss man halt wirklich mal überlegen, ob sich das halt lohnt. Die sind halt immer noch AFK, die Einheiten. Wenn man die AFK-Einheiten hier nimmt und den Longbow nimmt und mal rechts geht, dann würde mal die gesamte Front einfach aufrollen. Der Spieler würde überrascht werden, was nochmal eher aufrollen wäre. Man könnte die bis zur Brücke zurückdrücken wahrscheinlich. Also ich glaube, dass hier doch eine Chance vertan wird. Ne? Plus ich verstehe immer noch nicht, warum hier kein Comment drauf steht. Plus 3 heißt ja, dass das Spiel gleich vorbei ist. Ja, hier ist hier ein Longbow. Der snipet jetzt hier Einheiten. Ist ja nicht schlecht, wenn er das macht, aber... Also selbst wenn er jetzt die ganzen Verstärkungen sniped alle, wird er totgesniped von dem. Da muss man halt wissen, dass ein Finne, ne? Also Finnland-Dex haben einfach die Infanteristen, die gut gegen Longbows sind. Also selbst wenn er jetzt alle Einheiten hier wegsniped, das bringt halt nichts. Jetzt kommt hier wieder ein Comment, der wieder auf diesen Sektor will. Jetzt nochmal die Frage, warum nicht auf den sicheren? Ah, die bringen noch einen anderen, okay. Ja, aber selbst wenn der jetzt gleich hier reinfährt, die wissen ja, der Comment kann nur hier vorne stehen. Wo soll er sonst reingefahren sein? Die sehen ja die ganze Map, ne? Das heißt, der Comment, der wird automatisch, wenn er hier reingeht, sterben. Wir wissen auch, dass die einen Eel-Bomber haben, der hat eben gebombt. Dann haben sie zwei Napalm-Bomber. Also das ist keine sichere Ecke für einen Comment zu dem Zeitpunkt, ne? In keinster Weise. Und für die Liga hättet ihr auch keine Siegpunkte so generiert, weil ihr ja Plus ticken müsst dafür. Und die kriegen ja keinen Plus, die tun nur das Minus verringern, ne? Und da ist das, glaube ich, die falsche Strategie, jetzt hier nochmal einen Comment zu holen. Das ist schon der zweite Comment, der halt lieber Truppen hätten sein sollen, ne? Ja, hier muss man wieder gucken, diese ganzen Raketen, die überall kommen, die gehen halt alle in diese Fünfer-Transporter wahrscheinlich, ne? Die fahren halt extra vor, um die Raketen abzufangen. Deswegen diese Raketen auch sehr schwer zu steuern sind. Ich würde die immer auf Aus haben, bei so einem Frontabschnitt, und dann eben die Heavies, also in Anführungszeichen sind ja keine Heavies mehr, die da manuell anvisieren danach. Dennoch, Apache Longbow, ne? Hier wieder, hätte dieser Apache Longbow hier gestanden, wären die beiden Panzer sofort gestorben, ja? Ja? Challenger in Unterzahl, das wird auch nicht gut enden. Da kommen sie schon, GT80UM. Spartan. Ja, ja. Also, sie haben auf allen Fronten das gleiche Problem bis auf die Mitte. Also, der rechts ist unterlegen, tut gegen verbesserte Stellung ankämpfen. Links, die sind unterlegen und kämpfen gegen verbesserte Stellung an. Und in der Mitte. Ich bin nicht ganz sicher, was da abgeht, ehrlich gesagt, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass sie... Also, die sind ja völlig AFK. Ich habe den Mortar, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht schießen sehen. Der ist also mundvoll, vielleicht auch nachgeladen. Aber ich sehe da keine Action auf der Seite, ne? Also, da stehen halt die beiden teuersten Panzer, die es im Spiel gibt, gegen Infanteristen, die 15 Punkte kosten oder sowas, ja? Auch mal 25 dabei, auch mal 10. Also, das... Ich verstehe nicht, warum da eine AFK-Armee steht, ne? Das kann ich nicht befürworten. Die könnten halt ihr rechtes Spiel entscheiden. Bam. Das war ein Fünfer-Transporter. Vielleicht haben sie es schon aufgegeben gehabt und jeder macht noch seinen Frontabschnitt und lässt es runterticken. Vielleicht war das der Stand der Dinge. Aber, also ich weiß halt nicht. Also ich persönlich hätte gesagt, dass kampfmäßig wäre noch was drin gewesen. Wo will der denn? Okay, der fährt den gefährlichsten Weg. Nighthawk? Okay, jetzt wird getrollt. Also der Nighthawk hat eigentlich fast keine Chance zu überleben. Also im Flugzeug in der Luftwehr wäre der jetzt hier vorne aufgedeckt worden. Aber wenn ich hier vorne hinkomme, dann kriegt er mit Sicherheit eine ab. In der Mitte ist er geflogen. Ja gut, die haben keine Abfangjäger in der Luft. Also wenn ihr Nighthawk-Gegner habt, dann müsste eigentlich jemand Abfangjäger kreisen, damit er aufgedeckt wird. Aber die haben auch keinen gestartet. Okay, dann nicht. Normalerweise sollte der sterben direkt. Challenger. Genau, jetzt haben wir hier wieder das Schussduell. Also nochmal von der Grundregel, wann immer der gegnerische Panzer mehr kostet und Challenger kostet weniger als 2 T80UM, habt ihr den Kampf automatisch verloren. So einen Kampf dürft ihr einfach nicht führen. Und das Spiel hat ja mit so einem Kampf schon angefangen, ne?
Und danach habt ihr den nächsten Challenger, das sind immer noch die gleichen T80UM, die den bekämpfen. Und so habt ihr diesen berühmten Schneeballeffekt gegen euch, ne? Brick-Raketen. Kriegen den 5er-Transporter, sauber. Sind halt in den Smoke zurückgefahren. Ja, besser wäre da. Also, die haben eine Atacam, ne? Die könnte man zum Beispiel für sowas einsetzen. Oder einen Clusterbomber draufpacken. Oder eben einfach mal überlegen, dass man einfach mehr Heavys spielt. Also zumindest, dass man einen fairen Kampf daraus macht. Oder die Heavys, die AFK sind, dass man die nach rechts fährt. Ne? Oder den Longbow holt, den man hatte. Also ihr wisst schon, es gibt eine Menge Antworten darauf. Die werden halt nur nicht eingesetzt, weil das ein anderer Spieler an dem Frontabschnitt ist und ihre Einheiten nicht rüberschieben wollen. Ich bin auch kein Freund davon, die Panzer rüberzuschieben, aber hier ist ja offensichtlich keine Offensive mehr am Laufen. Es kommt wieder Waps da rein, aber da fehlt immer noch der Feuersupport, weil der macht halt am Spiel nicht teilnehmen. Also ich würde zumindest sagen, den Longbow kann man ohne Probleme kurz nach rechts fliegen lassen und dann wieder nach links. Das geht schon. So, die haben jetzt den Comment auf dem Sektor hier drauf. Aber eigentlich sollten die Gegner einfach nur den Wald eindecken. Und das machen sie jetzt auch hier offensichtlich, obwohl das eine komische Ecke dafür ist. Aber ne, der wird früher oder später down gehen, der Comment. Die wissen ja, dass er da steht. Longbow ist beschädigt. War auch schon mal nachladen offensichtlich. Ich glaube, dass der World of Tanks oder so spielt, der Spieler hier. Der scheint den zu micron in Longbow, was ja auch nicht immer verkehrt ist. Aber dafür sind eben, also er microt 150 Punkte und dafür sind halt 360 Punkte seit Spielbeginn AFK. Das kann ich echt nicht sagen, dass ich das besonders geil finde. Ja, hier vorne ist jetzt alles tot und jetzt rücken sie langsam vor. Also der zeigt jetzt eigentlich ganz schön, der Spieler auf der anderen Seite. Der bringt halt ganz billige Infanteristen oder billige Transporter vor, die einfach gucken, wo der Gegner ist. Das ist der Gegner aufgedeckt und jetzt kommen die T80. Oh, der sieht den wahrscheinlich trotzdem nicht, weil es ein Scout ist. Da fehlt jetzt ein Scout, ne? Der müsste halt irgendwas haben, was ein Scout für hier in die Büsche bringt. Aber trotzdem, die Idee, Billigtruppen vorzuschicken, damit er eben dann mit den Panzern da reindonnert und die kaputt macht. Hier die T-72 zum Beispiel, da geht es um Firepower, ne? Er hat halt relativ preiswerte Panzer geholt, keine Ahnung, was der wollte. Und tot. Er hat relativ preiswerte Panzer geholt, damit er einfach mehr Kanonen hat. Die haben halt denselben Schaden, den T-80UM machen würde gegen den Infanteristen. Und von da ist das eine gute Ergänzung zu den Heavys. Rakete eingesteckt, war nicht so schlimm. Naja, den halt gut gepanzert. Und jetzt ist der Scout trotzdem weg. Hätte man wahrscheinlich lieber einen Schritt zurückgezogen, den hätte ich jetzt nicht geopfert. Weil die jetzt Sicht da eben verlieren zum Teil. Ja, hier oben sind die Torhelikopter, aber welche Chance sollen die denn haben, mit einer SA-Rakete einen Panzer zu knacken? Bis die halt ordentlich eingeschlagen ist, die sind halt sehr langsam, ist der halt schon wieder in seinem Smoke zurück, ne? Apache Longbow, go, go. Zumal die auch wirklich nicht gut Flugabwehr ist, also wenn die einfach vorfliegen, ne, sich quasi opfern, gucken, wo die Flugabwehr ist und dann der Apache hinterher fliegt, dann kann man die gesamte Armee aufrauchen, zumal die Tunguska dann auch sichtbar wird und bedenkt, dass sie auch noch einen Seedflieger haben, ne, wenn die angehen sollte. Also der Longbow mit den beiden Lynx und dem Seedflieger, den sie eh schon haben, ich glaube, die haben sogar zwei, das hätte auf jeden Fall rechts immer noch die Entscheidung bringen können. Naja, der Comment wird jetzt abgeknallt von der Infanterie. Übrigens, schöne Aktion, ne? Den zusmoken und dann eben reinlaufen, damit die eben ne, Short Range gegen den haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Micro. Also wenn das denn der Smoke vom Gegner war. Manchmal smoken auch die eigenen Leute, wenn der Gegner einen Vorteil haben. Das gibt's auch, obwohl die im Moment tatsächlich, ne, das ist ja doch Panzer, also er hat ja auch nicht viele Optionen. Aber den Smoken kann man sich dann trotzdem schenken. Naja, der ist tot. Ne, die Runde ist eigentlich durch. Auch wenn die jetzt wieder bei Null sind. Es sind einfach, also die sind ja schon an einem Punkt angelangt, wo die einfach nur Comments immer wieder reinstarten, um es Null zu halten. Und das verliert die halt noch mehr Kämpfe langfristig. Das ist deswegen eigentlich schon lange vorbei, das Spiel. Die Strategie, Comments zu holen, damit man halt ne, plus minus Null tickt, die hilft halt nicht, um das Spiel zu gewinnen. Dann werdet ihr halt danach noch schlechter abschneiden. Dass ihr den nächsten Challenger im Einzelpack. Ich will ja nur noch mal betonen, dass die letzten beiden Challenger gestorben sind, weil sie in Unterzahl waren. Ich kann das immer noch nicht befürworten. Also man kann doch überlegen, dass man, wenn der Challenger, wenn die AFK sind, die Panzer, dass man den Challenger da AFK einstellt und die guten Panzer hier rechts hinbringt, zumal es auch doppelt so viele sind. Ich meine, die bewegen sich ja nicht, sind ja AFK die Panzer, ja? Also ich bin kein Freund davon, die zu verteilen, dass er rechts spielt, die links hinstellt. Aber wenn die sowieso nichts machen, kann man die auch einfach rechts hinstellen, ja? Hat man wenigstens den Rumpf da. Oh, Legion, das ist zum Beispiel so eine Sache, die würde ich nicht empfehlen. Die sind zu teuer, ne? Also ihr könnt mit Infanteristen eine 5 Punkte kostet, dieselben Sachen erreichen, die jetzt der 25 kostet. Und dann hättet ihr 5 davon, die länger aushalten, damit ihr länger Feuersupport gehen kann. Und der Feuersupport ist ja stärker, wenn da mal ein Scout ist, ne? Und daher wäre es besser gewesen, wirklich hier zu sagen, man spammt das jetzt einfach. Man hängt auch die Amerikaner mit Rifle Spam, ja? Damit die halt arbeiten. Also die ganzen Truppen, die machen ja keine Schäden, ja? Der hat jetzt einen Mann getötet, der Chasseur offensichtlich. Und die Commander Marines helfen mir auch nicht wirklich. Also, ja, der Klassiker halt, ne?
Ihr wollt halt Billiginfanterie, Scout getötet den Transporter, nächster Scout den Transporter stirbt gleich. Ihr wollt halt einfach nur Billiginfanteristen reinbringen und fertig. Also vielleicht mal ganz kurz, was wäre so ein klassischer Angriff? Wenn ihr so eine Front angreift, dann geht ihr normalerweise hin, ihr smoket das zu, ich nenne das ja immer noch Slicen, ja? Ihr smoket das zu, meinetwegen auch das zu und dann greift ihr nur in die Mitte an. Dann gehen Billiginfanteristen in den Wald rein und wenn was rausschießt, wird das getötet. Oder ihr smoket halt die ganze rechte Seite zu und geht in den linken Wald rein. Also ihr sucht euch einen der drei Kampfabschnitte aus, die anderen beiden tut ihr vom Kampf ausschließen, indem ihr die zusmoket. Dann bringt ihr Billiginfanteristen rein, das heißt wirklich zwischen 5 und 10 Punkte maximal kosten die. Und dahinter sind dann eben Fahrzeuge, nicht die Super-Heavy-Panzer meiner Meinung nach, da reicht ein Medium-Panzer und Autokanonen, die der Feuersupport sind. Das wäre der klassische Angriff, ja. Und hier begehen die gerade Selbstmord. Also wenn man aus dem Wald hier schießt, zum Beispiel der Panzer da gleich, der hat nur mit einem 17er, dann ist der tot. Wo willst du hin? What the fuck? Was wird das denn? Und das wird nicht gut enden. Seitenpanzerung, tot. Das hätte jetzt nicht passieren sollen. Okay, schöne Michael in die Front zumindest. Aber es ist trotzdem ein bisschen viel Firepower. Das war jetzt nicht ganz optimal vom Angriff. Naja, es war vorbei, die Runde. Hier vorne haben sie dann ein bisschen ihre Stellung behauptet, sind langsam rausgekommen. Ich guck gerade, wie die das machen. Also der Spieler, der scheint ja hier in der Mitte zu sein. Der hat ein bisschen ausgeholfen, auch mit Helikoptern und allem. Naja, wenn sie Kommand rausholen, haben sie immer noch das Problem auf den anderen Fronten. Aber möglich ist natürlich alles. Hier vorne fehlt halt wieder der Feuersupport. Das ist halt sehr traurig. Also hier haben wir wieder Elite-Truppen stehen. Oder zumindest sehr teure Truppen. Hier ist gut, ne? Hier ist Preis der 5er. Und dann ist aber keiner der... Also hier vorne, die haben ja einen Firefight, ne? Die werden den Firefight nicht gewinnen. Und hier müssen jetzt Autokanonen stehen. Hier sind Transporter mit dem MG. Das reicht halt einfach nicht, ne? Also Feuersupport ist kein MG in dem Spiel. MGs machen fast gar nichts. Da muss was sein mit einer Autokanone. Irgendein Automatikmodell meinetwegen. Meinetwegen auch der Helikopter, wo das sehr riskant ist, weil die halt Überflugabwehr haben und auch die Infanteristen, die halt eben Igler schießen. Bam. Ja, die Panzer sind gut. Das ist halt perfekter Feuersupport, weil die 15 Mal schießen. Das ist halt hardcore, wie viel die schießen, ne? Also mit dem Panzer hätte man noch ein paar mehr gebraucht. Das wäre sicher gut gewesen. Wie geil, hier oben steht ein Silo. Ja, da kommt sogar noch so ein Panzer. Richtig geil. Also ihr müsst bedenken, ihr könnt nicht aus der Fahrt feuern, aber ihr stellt den einfach hier vorne hin und lasst ihn halt in jede Richtung 15 Mal pro Minute feuern. Das ist ein absoluter Traum. Ich würde allerdings dann auch warten, bis er da oben ist und dann braucht man eine Antwort auf die Raketenwerfer. Hier die Spikes, er hat noch eine. Das heißt, er hat jetzt irgendwie 10 Mal geschossen. Na, 6 Mal wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sehr teuer hier oben. Das ist wahrscheinlich so ein Massengrab gewesen. Nighthawk. Da bin ich nochmal wiedergekommen. Ich weiß nicht, worauf er gebombt hat. Ist kein Einschlag gesehen. Naja, aber die Front ist wieder vorbei. Was ist es eigentlich? Es ticken plus 1 die Gegner. Hier kommen wieder die tollen Warriors, aber nochmal, also die können halt keine Heavies bekämpfen. Es geht nicht mit einem Warrior. Und der einzelne Challenger kann auch nicht drei Heavies bekämpfen. Es geht nicht. Das wäre zum Beispiel hier, weil die jetzt sehr exponiert sind, könnte man mit ATGM-Fliegern, mit Helikoptern arbeiten. Also die eine schon Ruska, das ist die gesamte Flugabwehr, die hier steht. Die das ganze Spiel über noch nie geschossen offensichtlich. Das heißt, also... Da, also wenn man da jetzt mit FGM-Fliegern kommt, mit Bomber kommt, mit Cluster-Bombern, ja? Also wenn jemand einen Doppelpack wie so spielt, muss ein Cluster-Bomber drauf. Meinetwegen die Atacam drauf schießen, ja? Das geht auch. Da fehlt noch was. Also die Einheitenwahl und der Einheiteneinsatz ist ja sicher noch verbesserungswürdig. Ich glaube, die Stürmer kann übrigens aus Wasser, ne? Die kann schwimmen, genau. Die könnte man wahrscheinlich auch hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob vom Schusswinkel das geht, aber das ist ja keine Erhöhung. Entschuldigung. Aber wenn ihr die Stürmer hier vorne hinstellt, das könnte schon funktionieren, so dumm es an der Concours steht. Ja, man sollte so einen Sniper-Scout wahrscheinlich hier ranziehen, hier unten. Das Ding ist halt, sobald der erste Schuss da rauskommt, da ist schon mal einer rausgekommen irgendwann mal. Also ihr könnt einfach mit dem Mortar hier draufsetzen und das clearen, ja? Dann wird das sehr teuer von Gegnern. Die haben zusammen 7 Mann. Mortar löscht die fast sofort aus. Ja, der Challenger. Also ist ja nicht gemeint, dass er den Micron will und alles, aber... dem fehlt einfach die Panzerkraft und also er hat gar keine Chance hier vorne. Gar keine, ne? Zumal die eben auch noch schneller sind, den Kampf aussuchen und die Rakete auf dem Dach haben. Und dann sind sie auch noch dreimal so viel. Also das kann niemals funktionieren, was der britische Spieler da versuchen möchte. Das ist einfach zu wenig Feuerkraft, die er auf dem Feld hat. Ich würde immer noch betonen, dass so ein Apache Longbow ganz gut wäre. Oder ja, ATGM-Flieger, Clusterbomber.
Mehr Artillerie meinetwegen auch. Ihr wisst ja, dass der Panzer immer in den Smoke drin ist, dass sie in den Büschen hier mit ihren Leuten stehen müssen. Eine Flugabwehr kann ja nur im Busch stehen und sie ja direkt tot. Jetzt kommt hier ein ganz komischer Angriff. Das ist wieder ein kaputter Challenger gegen drei Heavys. Nicht sicher, was da der Plan ist. Er hofft wahrscheinlich auf einen Seitenschuss oder so. Aber ich sehe das nicht kommen, dass er den Kampf gewinnt. Ah, sehr schön. Da war ein ATGM-Flieger. Endlich. Tot ist das dicke Ding. Der muss er aufpassen, der wird gewonnen von den beiden. Den darf er jetzt nicht verlieren. Den Marksman würde ich auch nicht unbedingt hinstellen. Der wird gesniped von dem. Der muss weiter an die Küste und tot. Ja, der hat keine Einheiten mehr, ne? Ist leer. Und das war die Runde. Oh ja, das hat. Also es war gar nicht mal so schlimm von den Kriegspunkten, ihr wisst schon, von den Killpunkten. Also ich vermute mal wirklich, hätten die nicht so früh diese Comments immer wieder gespielt, hätten die ihre Eigenheiten wirklich benutzt, statt AFK hinzustellen und hätten sie vielleicht auch die Frontabschnitte da ausgehen, wo es Sinn macht, also der Longbow in den Wahlkampf, den Stadtkampf zu schicken, kann ich nicht befürworten. Finde ich nicht so dolle, ja? Den nicht aufs offene Gelände zu stellen und der britische, der die falschen Panzer hat, auf offene Gelände verrecken zu lassen, das hätte man sicher nochmal anders organisieren können. Also ich glaube tatsächlich, dass die Reservisten hier eine Chance gehabt hätten, hätten sie vielleicht diese Weichen umgestellt. Und dann auf beiden Seiten aber, diese Bomberfrage würde ich halt nochmal beantworten. Muss das wirklich so sein, dass man so viele Bomber und Zielflugzeuge spielt? Ich habe jetzt keine einzige Bombe oder kein einziges, doch ich habe ein Zielflugzeug bei den Roten gesehen, und die waren in Skandinavien, deckt die Gegner hatten, wo alle Flugabwehr an war. Aber ansonsten haben die Bomber, die Seed-Dinger, also die haben einfach keine Funktion erfüllt. Die ATGM schon, aber die Bomber, also gerade die Napalm-Bomber waren alle sinnbefreit, die ich jetzt zumindest auf dem Video hier gesehen habe. Wenn das alles Infanteristen gewesen wären, vielleicht ein paar Billigpanzer dabei, das hätte so einen gigantischen Unterschied wieder bedeutet. Also Boots on the ground, die Masse an die Front. Wenn ihr Krieg führen wollt, braucht ihr auch jemanden, der eine Waffe abfeuern kann. Ja, so ist die Logik, glaube ich. Ja. Naja, das war's auf jeden Fall. Das war das letzte Ligaspiel. Und damit verabschiede ich mich dann. Ciao, ciao.